Nein, nicht ich. Sebastian, was ist? Bleib weg! Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Kidman. Hey. Geh nicht weg. Scheiße. Verflucht. Das auf! Leslie? Leslie, bist du es? Leslie, sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! Hey! Leslie? Und schon wieder verschwunden. Oha. Gas? Danger. Oh oh. Kein offenes Feuer hier. Ich denke mal, wenn ich hier eine Knarre abfeuere, oben kaputt. Okay, dann gehen wir in den Stealth-Modus. Und damit willkommen zu einer neuen Episode von The Evil Within. Scheiße, ein Schreinermeister. Der hat mir gerade noch gefehlt. Natürlich, wie immer gerne gesehen, Daumen hoch, Like, Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen und ihr verpasst keine Folge mehr. Von diesem und jedem anderen spannenden Spiel. Oh fuck, noch einer. Zwei Schreinermeister. Oh Scheiße. Uah. Okay, einfach schnell. Zack holen, schnell vorbei, schnell hoch. Und? Ja. Yeah. Fresst meinen Staub. Ihr Idioten. Irgendwo einen Schlüssel? Ah, es war so klar. Jetzt rennt er weg. So eine Scheiße. Ah! Okay. Keine gute Idee. Rückzug. Da sind zu viele. Alter, die sind ganz schön flink unterwegs.
Da ist nichts mit einfach mal so hinterher schleichen. Und ausschalten, die muss man austricksen. Jetzt rennt der auch wieder weg. Sag er mal. Ah, hab mich gesehen. Fuck. Au. Okay, jetzt reicht's mir. Ah, ich darf zwar nicht schießen, aber die Qualenarmbrust, solange ich keine Sprengladung verwende, funktioniert ganz gut. Schön gemacht hier, mit dem Deckungssystem immer vorbei, Luken beobachten. Hasta la vista, baby. Fabrikschlüsselkarte. Eine Schlüsselkarte, die neben einer Leiche in der Schaufensterpuppenfabrik lag. Na, wir wissen alle, wozu die gut ist. Jetzt müssen wir nur wieder zurückkommen. Ohne aufgefressen oder zerstückelt zu werden. Okay, einer ist auf jeden Fall noch irgendwo hier unterwegs. Das weiß ich, den habe ich irgendwann mal rumschleichen sehen. Oder? Vielleicht irre ich mich auch. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Nicht so laut. Okay, wir sind raus. Sehr gut. Jetzt kann ich auch wieder die Knarre zücken. Joseph. Ja, das war Joseph. Okay, Kidman ist irgendwo in der Nähe. Und Joseph haben wir auch gerade gefunden. Very nice. Okay, sehen wir mal, ob wir beide erreichen können. Naja, okay, wir müssen sie erstmal wieder finden. Noch sind sie ziemlich weit weg. Okay. Waffen sehen gut aus, alles vorbereitet. Passt. Und hier ist gleich mal ein Dimensionsportal. Okay, lieber erstmal speichern, bevor wir weitergehen. Wir wissen ja nicht, was noch auf uns zukommt. Nicht. Lieber auf Nummer sicher gehen. Oh. Tagebuch. Wir werden gleich erfahren, wie es weitergeht.
Tagebuch von Sebastian Castellanos, August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren, aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch. Distanziert. Es ist ihr Job zu beobachten und zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einer Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendetwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Joseph sagt mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen. Vielleicht. Jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Sehr interessant. Hier ging es mal weniger um seine Familie und die private Situation, sondern jetzt haben wir ein bisschen mehr Hintergrundwissen zwischen ihm, Joseph und Kidman erhalten. Was ist das? Serial Killer. Ermittler im Fall der Serienmorde verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind ins Stocken geraten. Die Polizei dementierte unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Oha. Haben Sie etwas vergessen? Kann man so sagen. Handelt es sich bei den Zeitungsausschnitten um die Ermittlungen seiner Frau vielleicht? Dass sie bezüglich dem Feuer, was ihr Kind umgebracht hat, also Sebastians und Maiwas Kind, und sie ermittelt dagegen und ist tatsächlich auf was gestoßen? Und es ist von ihr die Rede in den Zeitungsartikeln, dass er jetzt vermisst wird? Ich meine, seine Frau ist hier nicht mit im Spiel. Sie wird nur im Tagebuch erwähnt. Vielleicht hat es damit irgendwas zu tun. Wir werden es rausfinden. Ich bin auf jeden Fall echt neugierig. Okay, 12.000, aber auch nur, weil wir diesmal aus einem Leichenfach die 5000 Seelenenergie rausgezogen haben. Das war wichtig, sehr wichtig. Und diesmal nehmen wir auch gleich für die Magnum Schadensmultiplikator. Da suchen wir nicht lange rum, da zögern wir nicht lange, mehr Schaden muss her. So, Lady Nurse, einmal speichern bitte, danke und tschüss. Und räum hier mal ein bisschen auf, nicht? Hier sieht's ja aus. Okay. Weiter geht's, auf der Suche nach Kidman und Joseph. Weit weg sind sie ja nicht mehr. Sowohl Kidman war gerade noch bei uns, als auch Joseph, den wir in naher Ferne, nenne ich's mal, gesehen haben. Vielleicht stoßen wir ja in dieser Episode noch auf ihn. Wir werden sehen. Spritze. Jawohl, gleich mal eine reinjagen. Zack, in die Vene. Und mitnehmen. Very nice.
Ah, wunderprächtig. Gut, dass wir nochmal in den Container hier geschaut haben. Das war wichtig. Das war sehr wichtig. Kommt man da hinten ums Eck? Ist da ein Versteck? Nein, schade. Okay. Dann let's go nach oben. Wow. Boom, Schakalaka. Ding, ding, dong. Frisst dein eigenes Dynamit. Miese Sau, wollte mich überraschen. Hat sich im Schrank versteckt, wie ein ängstliches Kind. Ist nicht, Freundchen, ist nicht. Hey. Wir sind mit den Streichhölzern mal bis oben hin voll. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Aber sehr gut. Okay, dann gehen wir mal vorsichtig hier drüber. Schön aufpassen, nicht runterfallen. Sehr gut. Joseph. Gott sei Dank, dir geht's gut. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr Vorfälle. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Oh, Kidman! Hi! Was machst du da? Antworte mir! Wow! Das erklärt, warum sie so eilig hat. Was ist das? Scheiße. Kein Bock, mich hier umbringen zu lassen. Spritze. Die nehmen wir, die nehmen wir, die nehmen wir. Brauchen wir. Da abbiegen.
Ist das weg? Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher sind. Ja. Ich fürchte nicht sehr lange. Was kommt jetzt? Ja. Was kommt jetzt? Sebastian, sie sind über uns. Ich seh's. Wir haben Dynamit. Scheiße. Sie schießen von oben. Stirb! Es kommen noch mehr. Hab ihn! Ja, scheiße! Treffer! Über uns! Das sind so viele! Lass die mir. Wow. Das war knapp. Ja. Das war's. Fuck. Sorry, jetzt muss ich kurz mal schweigen und mich echt konzentrieren, damit ich schneller bin als diese Sniper da oben, sonst hätten die mich eiskalt weggeholt. Das war haarig. Nettes Cabrio. Ah, shit! Wackelt doch nicht so. Gib Gas.
Wenigstens haben die Biester ein bisschen Munition in ihrem Schlund. Das Ding will einfach nicht aufgeben. Wow. Wo fahren wir hin, Joseph? Ich habe eine Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet, als ob jemand uns steuern würde. Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren. Aber das Licht der Beacon Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Joseph, nein! Bring uns einfach hier raus. Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich mach das. Lass niemanden hier reinkommen. Niemanden hier reinkommen? Das Ding hat keine Wände und kein Dach mehr. Verdammter Heckenschütze. Dann wollen wir mal alles dran setzen, um Joseph zu retten. Wir müssen zum Krankenwagen. Oh, very nice. Her damit. Was hab ich denn da jetzt in der Hand? Der scheiß Pulle. Boah. Boah, das war knapp. Zum Glück war der zu blöd, um abzudrücken. Ja. Eine Spritze. Gut, dann können wir uns schon mal heilen. Ich habe so eine Ahnung, die werden wir auch gebrauchen können. Überall Explosionsfässer. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ich bin mittendrin. Uah. Und eine Bombe. Und ein Dynamit-Heini. Leck mich am Arsch. Haha, die haben sich selbst hochgejagt. Ein Vollidiot. Okay, vielleicht schaffen wir es nebenbei, mal wieder den einen oder anderen mit dem Messer auszuschalten, um etwas Munition zu sparen. Ich verbrauche in letzter Zeit viel zu viel. Das gefällt mir nicht. Ja, der wäre sowieso ums Eck gekommen, hätte uns gesehen. Ah, noch einer. Scheiß Bulle. Habe ich sie beide angezündet? Nein, ja klar. Au! Au! Oh, und Schnellentdeckung, Schnellentdeckung. Verdammter Heckenschütze. Wo ist der? Wo ist der? Ich wusste doch, dass ich die Energie noch gebrauchen konnte, die ich mir vorhin in die Venen gejagt habe. Hätte ich das nicht genommen, wäre ich längst weg gewesen. Check doch mal meine Energie. Katastrophe. Eine Katastrophe. Okay, kurz regenerieren. Kurz regenerieren und dann Heckenschützen ausfindig machen. Wo ist dieser Bast? Da ist er. Ich sehe ihn. Scheiße, Nachladen vergessen. Hat noch gereicht. Jetzt zu dir, du Bastard. Verdammt, falsche Waffe. Weg!
Wow, das war knapp. Wo ist der hin? Ah, da ist der. Alter. Ja, was ist denn? Endlich ist er weg. Der hat mir ganz schön zugesetzt. Okay, ich war auch zu blöd gerade, um zu treffen. Scheiße, das ist das Adrenalin, das durch meine Venen gepumpt wird. Das Adrenalin. Aber geschafft. Geschafft, das ist das Wichtigste. Okay, Sniper ist leer. Wechseln wir wieder zur Granate. Eine haben wir, glaube ich, so wie ich das gerade gesehen habe. Sie kann uns helfen. Vielleicht wird sie uns das Leben retten. Da ist der Krankenwagen. Okay. Vielleicht schaffen wir es jetzt, ohne Vorfälle noch da reinzukommen. Natürlich nicht vergessen, noch die Umgebung abzugrasen, abzuforschen. Wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Munition, wir brauchen Heilung. Da ist noch ein Tor. Ist nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Eine Kugel verbraucht, zwei gewonnen. Guter Schnitt. Okay, jetzt zum verdammten Verbandszeug. Blutstillender Verband. Ein Blutgerinnungsmittel für den Notfall, um Wunden behandeln zu können. Der Verband enthält Medikamente und lässt sich problemlos anlegen. Hervorragend für Joseph geeignet. Very nice. Ja, noch ein Kartenfragment, von denen ich immer noch nicht nachgesehen habe, wozu die eigentlich gut sind. Oh, das tut gut. Und her mit der nächsten Spritze. Komm, komm, komm. Jawohl. Keine Zeit, keine Zeit. Kommen wir hier durch diese Tür vielleicht? Anderer Weg zurück? Nein, natürlich nicht. Okay, gleicher Weg zurück. Dann wollen wir mal. Echt jetzt? Verdammtes 50er Kaliber. Scheiße, ich muss hier übers Fahrzeug. Boah! Au! Bah! Scheiße! No! Jetzt hör halt auf! Ich wusste, das Fahrzeug war keine gute Idee, aber mir blieb keine andere Wahl. Das Fass gefällt mir überhaupt nicht. Okay, ich schleiche mich vor zum nächsten Auto. Aber erstmal ein bisschen Energie. Ich brauche Energie, sonst halte ich hier gar nichts mehr aus. Okay, jetzt. Boah, es zielt ich auf mich. Muss an das Maschinengewehr. Ja, das muss ich. Das wäre vorteilhaft. Wie kriege ich den da runter? Ah. Er konnte mich nicht treffen, also kam er. Wirklich zu blöd für dich, mein Freund. Zu blöd. Jetzt schnapp ich mir das Maschinengewehr. Los, 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 los. Hahaha.
Very nice. Ja, jetzt wendet sich das Blatt. Wie viele kommen denn da noch? Kidman? Alles in Ordnung? Ja, okay. Bin unterwegs. Das war doch mal eine schmackhafte Abwechslung. Oh shit. Halt sie weg von mir! Wow, fuck. Wow, ich bin umzingelt. Und am Bus auch. Das Fass. Dort das Fass. Alle? Scheiße! Durch die ganze Meute konnte ich das Fass nicht treffen. Zum Kotzen. Die Granate. Jetzt kann sie mich retten. Ja. Scheiße. Wir müssen hier raus. Unbedingt. Ich fahr einfach durch. Mach das, einfach mittendurch. Das wird haarig. Ach, Quatsch. Ach, das bin ich? Ich kann Kidman steuern, ich kann den Truck lenken. Ja, bist du deppert, wie geil. Oh shit. Ach.